Moin, zu Tipps und Tricks in EEP. Ja, wer kennt es nicht? Irgendwann habt ihr euch mal so eine Szenerie aufgebaut in mühevoller Kleinarbeit mit Straßensplan, mit Figuren, mit Bäumen, mit Immobilien, in diesem Fall auch hier die Autos. Und dann kommt irgendwann mal der Gedanke, dieses Szenario auf einer anderen Anlage nochmal wieder aufzubauen. Wie kann ich das Ganze jetzt übernehmen, dass das eben halt immer wieder einsetzbar ist? Dazu erstellen wir einen Block und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes Mal geht ihr in die 2D-Ansicht und da sehen wir als erstes Mal hier unser Szenario, was wir also aufgebaut haben. Einmal das dunkelgraue mit den Straßen, dann das orange umfarbene mit den Immobilien und die grünen als Landschaftselemente. Die erste Frage, die man natürlich jetzt stellt: Was möchte ich als Block haben? Wir fangen mal damit an, dass wir sagen, okay, die Kreuzung, die aus zig Einzelteilen besteht, wollen wir als komplettes entsprechend als Block abspeichern. Dazu gehen wir hier unter Straßeneditor und nun seht ihr schon, das Bild hat sich etwas geändert. Wir haben also jetzt hier unsere Straßen sichtbar, auch noch die Landschaftselemente. Aber wir wollen ja nur die Straßen haben. Dazu gehen wir jetzt hier oben in unserem Rechteck, markieren uns den Bereich, den wir also abspeichern wollen. Und nun seht ihr, sind die Straßen entsprechend markiert. Dann geht ihr hin unter Datei, also unter dem Block Speichern unter. Dann öffnet sich ein Fenster und als erstes, wenn ihr das noch nie gemacht habt, öffnet sich der Track Object Street. Das heißt also, wir befinden uns jetzt unter den Objekten bzw. unter den Straßen. Ich habe es also so gemacht, dass ich mir also einen eigenen Ordner angelegt habe. In unserem Fall werden wir jetzt mal den Ordner einen neuen anlegen. Den nennen wir jetzt mal YouTube. Und da gehen wir hin, legen uns einen weiteren Ordner an, den wir einfach mal Straßen nennen. Und in diesem Ordner legen wir uns jetzt diesen Block, den markierten Block, legen wir uns jetzt ab und den nennen wir mal AS3 Y Kreuz. Sagen speichern. Und jetzt habt ihr also diesen Straßenabschnitt als Block schon abgespeichert. Wenn ihr den jetzt einsetzen wollt, geht ihr hin, öffnet euren Block unter YouTube Straßen, da ist er, AS3Y und sagt einmal öffnen. Jetzt wird der ganze Block eingefügt als Straße. Aber Achtung! Der Block wird so abgespeichert, wie er hier entsprechend aufgebaut ist. Das heißt also, wenn ihr den Block auf zum Beispiel 10 Meter Höhe habt, würde er jetzt auch hier die 10 Meter Höhe anzeigen, auch die entsprechende Drehung. Da wir den Block aber auf 0 gelassen haben, können wir ihn erstmal so lassen. Drehen uns ihn jetzt mal ein bisschen hier rum und haben jetzt unseren Block entsprechend neu eingefügt. Mit alledem, was unter Straßen, auch Straßenobjekte, zu finden ist. Wollen wir eine weitere Kreuzung dazu packen, können wir wieder unseren Block öffnen. Fügen unsere Kreuzung wieder ein. Drehen wir den mal jetzt andersrum. Und durch Drücken der linken Shift-Taste oder Umstelltaste und der linken Maustaste schieben wir uns jetzt den Block hier ran. Und zwar so lange, bis er einrastet. Und damit haben wir schon die Kreuzung in zwei verschiedenen Arten oder in zwei verschiedenen Richtungen
ruckzuck aufgebaut. Das gleiche könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Straßenzug habt mit Immobilien, der euch gefällt, den ihr jederzeit wieder aufbauen wollt. Auch hier wiederum geht ihr in die Immobilien rein, markiert euch den ganzen Bereich, den ihr haben wollt und sagt abspeichern. Auch hier gehen wir wieder in unseren YouTube, nur jetzt müssen wir uns einen neuen Ordner anlegen und den nennen wir einfach mal in Immobilien und da sagen wir unsere Kreuzungsobjekte. Und damit habt ihr also auch die Immobilien entsprechend als Block abgelegt. Wenn wir die uns jetzt aufrufen, dann seht ihr jetzt schon, genauso wie die Objekte, alles was zu den Objekten dazugehörig war, hat er also kopiert und entsprechend hier wieder eingesetzt. Aber ganz interessant, das ist es ja das, was die meisten wollen, auch dahin auf die Frage, die gestellt wurde, wie kann man sowas komplett entsprechend einrichten. Wir gehen also jetzt als nächstes hier oben in unserem obersten Button, und zwar ist das der sogenannte Würfel. Ziehen uns jetzt auch wieder ein Rechteck und sagen jetzt Speichern. Müssen jetzt wieder in unserem Ordner YouTube und sagen, jetzt legen wir uns einen neuen Ordner an und den nennen wir einfach mal Szenarien. Und da sagen wir Y-Kreuzung mit PKW. Wie ihr das Ganze natürlich nennt, das bleibt euch selbst überlassen. Und damit haben wir eigentlich schon die Kreuzung komplett abgespeichert. Wir können die Kreuzung also jetzt auch einsetzen, indem wir hier oben in diesem Würfel bleiben und sagen YouTube Szenarien Kreuzung mit brennenden PKW, fügen den jetzt hier ein. Und da seht ihr also, haben wir den kompletten Block mit allem drumherum, was in diesem Szenario aufgebaut war, entsprechend eingefügt. Mit Landschaftselemente, Immobilien, Straßen, Splines, Straßenobjekte und auch entsprechend die Immobilien, Autos. Die Möglichkeit haben wir natürlich auch jetzt in 3D das Ganze entsprechend einzufügen. Dazu müsst ihr natürlich hier in den Bearbeitungsmodus gehen. Dann öffnet sich hier oder beziehungsweise wird sichtbar das Fenster zum Öffnen der Datei. Gehen jetzt in unserem Ordner Szenarien und laden uns das ganze entsprechende Kreuzungsszenario ein. Das geht aber nur in 3D, wenn ihr also das Ganze unter Block 15, das ist also dieses komplette Szenario abgespeichert habt. Sagen öffnen. Einmal rechte Maustaste, Ganze verschieben. Und jetzt könnt ihr hier das Ganze irgendwo hinschieben, wo ihr das möchtet. In unserem Fall werden wir das jetzt mal hier andocken. Und damit habt ihr schon eine weitere Kreuzung entsprechend eingerichtet. Natürlich ist es unrealistisch, jetzt zwei gleiche Kreuzungen mit dem gleichen Szenario aufzubauen. Aber man könnte jetzt hingehen und sagen, okay, wir löschen auf dem Eims-Szenario, löschen wir entsprechende Modelle oder schieben uns auch die Häuser entsprechend hier noch zurecht. Oder wir gehen hin, und dann müsste aber in 2D gehen
und fügen also jetzt hier unsere neue Straße nochmal ein. Das heißt also, wir gehen in den Straßeneditor, sagen öffnen, die Kreuzung und fügen die Kreuzung hier nochmal entsprechend an. Damit haben wir eine weitere Kreuzung und somit könnt ihr also mal eben entsprechende Szenarien, die ihr einmal erstellt habt, könnt ihr dann so auch wieder aufbauen. Das gleiche geht natürlich auch, wenn wir also hier mit unserem Bahnhof, den wir mal erstellt haben, wenn euch ja jetzt mal dieses Szenario gefällt, was ihr da aufgebaut habt, auch da könnt ihr dann hingehen und sagen, okay, ich will einfach nur die ganze Gleisanlage. Dazu gehören natürlich auch die Gleisobjekte. Die markieren wir uns und sagen jetzt, wir speichern uns das Ganze. Gehen wir nochmal unter YouTube. Dann sagen wir hier neuen Ordner unter Gleisanlagen. Und sagen Kopfbahnhof 8-gleisig. Okay, speichern. Und damit könnt ihr dann auch diesen Kopfbahnhof irgendwo auf einer anderen Anlage oder auch auf der gleichen Anlage nochmal wieder einsetzen, indem ihr hier reingeht. Gleisanlagen, da Kopfbahnhof. Jetzt baut sich das Ganze auf und ihr habt euren Bahnhof oder Bahnhofs- oder Gleisanlage entsprechend nochmal wieder aufgebaut. Da die Bahnsteige ebenfalls mit zu den Gleisen gehören, da es Gleisobjekte sind, wurden auch diese automatisch mitkopiert und auch entsprechend eingefügt. Noch mal ein kleiner Nachtrag zu den Gleisen selbst. Ihr könnt aber auch genauso gut für den Gleisen eure Weichenstraßen dementsprechend einmal aufbauen und auch als Block abspeichern. Das Ganze habe ich mal gemacht. Gehen wir mal eben rein unter eigene Gleisanlagen, Gleisbindungen und zwar 300er. Hier habe ich einfach zum Beispiel die Parallelverbindung. Einmal nach rechts, einmal nach links. Fangen wir mal mit der rechten an. Die könnte man jetzt hier reinsetzen. Das nächste wäre dann einmal eine linke. Die nehmen wir nochmal weg. Machen wir nochmal eine andere vorher rein. Gehen wir nochmal auf rechts. Auch hier wieder. So, dann brauchen wir eine linke, die setzen wir hier an. Und so seht ihr, kann man also auch schnell mal eben Weichenstraßen erstellen mit Blöcken, die man dann aneinander setzt. Auch das ist entsprechend möglich. Das Ganze sieht dann so aus und da ist eben halt das, was ich eben schon mal eingangs angesprochen habe, dass man eben halt, wenn man solche Blöcke einsetzt, auf die Höhe achten soll. Aber wie gesagt, so kann man eben halt entsprechend Blöcke einrichten. Bis dahin sagt jetzt Tschüss, euer Heinrich.